Luftschiff flattert ab. Wenn du über meine Inseln siehst, dann siehst du ganz viele Nebenprodukte. Das nennt sich Paprika, Kartoffeln, Wein, oh. Trauben. Warte mal, Wein oder Trauben? Wie steht's eigentlich zwischen... Oh. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Ich find's gut. Das könnte jetzt avisiert werden. Wir sagen einfach... Er hat 43 Punkte, also es braucht noch ein bisschen was, bevor sie ihm aufs Dach kackt, aber... Besinning, du musst auch mal wieder... 52 Punkte, schleim mal ein bisschen und dann schau mal, ob es vielleicht jetzt geht mit den Handelsrechten. Ich hatte eben schon 55, da hat sie gesagt, fick dich. Mach dir mal Gedanken, warum. Sie mag dich einfach. Ach, ich sie nicht. Verdammt. Du kannst einfach den Hafen nicht schön bauen, es funktioniert nicht. Entweder effizient oder schön, aber nicht beides. Effizient schön. Da kommt der Henrik wieder mit seinem Luftschiffchen. Hm? Ja, ich baue hier gerade Hafen und dann sehe ich... ja, ich habe gerade zwei Lagerhäuser ineinander. Ah, okay. Geht weiter. Boah, geil, wenn man die Plantage baut und so langsam und so die Felder generiert. Ach, du warst sag das! Oben. Du hast gerade unser Spiel zum Freezen gebracht. Nein, ich habe ja nur 10 Felder gerade gebaut. Nur. Ach so, okay. Also, so wie ein Ladebalken fast. So. Ja, es muss das. Schiff vom Stapel gelaufen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So ausgezeichnet. 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 Oh, Alter, dieses... Du musst auch immer die Sachen komplett wegziehen, damit du die richtig neu platzieren kannst. So. Brauchen wir jetzt eigentlich Arbeitskraft? Nee, Glück gehabt, brauche ich jetzt nicht schon. So. Ich kann aber gleich sagen, wahrscheinlich wird es gleich legen. Was tust du machen? Plantagen bauen. Aber gerade über den Planungsmodus, wenn ich gleich einmal sage, und bitte bau. Explosion. Ja. Oh Gott. Hast du denn einen Explosivvertrag geschlossen? 50 Cent. Ach komm. So, mal gucken. Das wird jetzt bestimmt anfangen zu laggen. Ja. Aber hoffentlich nur bei dir. Ja, scheint so. Nein, es scheint nicht so. Jo, was ist hier los? Nix. Oha. Unschuldig. Ah, nix. Ich sehe nur gerade, wie meine Arbeitskräfte abkacken. Da sehe ich direkt, arktische Grippe. Da geht's wieder los. Corona, da geht's schon wieder los. Ja, moin. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, genau, das brauche ich nämlich auch. Selbstreparatur plus 800%. Geil. Da ist eine Menge Wind in den Segeln. Ist doch geil. Total. Ist zwar episch, aber episch scheiße. Episch gut, meinst du wohl? Komisch. Hier ist eine Markierung und die Karte zeigt mir an, dass da oben auch was ist. Eventuell ist da ja was zum Tauchen. Ein neuer Auftrag? Und weiter geht's mit dem Plan von dem vom schönen Hafen. Ist er nur schön? Ja, ich gebe mir schon Mühe, dass da ein bisschen, dass der jetzt mittlerweile ein bisschen schöner wird. Make the Hafen schön again.
gespeichert. Spielstand gespeichert. Der ist abgesoffen wie eine bleierne Ente. Techniker ist wegen des Scheiterns enttäuscht. Ah, sind das die Typen da oben in der Arktis? Habe ich einen Auftrag angenommen? Naja. Nö, hast doch gar keine Insel. Ja, aber er ist wegen dem Scheitern von mir. Schlimm. Also ganz, ganz böse. Keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung, was da los ist. Der Techniker existiert eigentlich gar nicht mehr. Fehler in der Matrix. Du existierst doch gar nicht mehr. So. Du hast, wenn du nicht aufpasst, gleich Krieg mit der Halo. Ach, keine Sorge. Hab mich schon drum gekümmert. Du hast noch was Reservepunkte übrig, 43 oder so. Knusper, knusper, knusper. Ringelt, Allah. Ja, toll. Jetzt musst du noch eine andere Marke nennen, damit es nicht mehr, ne? Pringles Alarm. Pringles Alarm. Ganz ehrlich, ich klopp ja gerne viel aufeinander, aber ich glaube, du musst weichen. Die anderen müssen reichen. So. Sind irgendwelche Forderungen oder irgendwelche Bitten aktuell? Nee. Ja. Aktuell alles Töfte. Gut. Dann brauchst du aktuell nichts machen. Alex muss nur bauen. Alex baut gerade, ganz, ganz fleißig. Brauchst du irgendwas am Baumaterial, Alex, damit du schneller bauen kannst? Fenster schaut ganz gut aus. Nee, alles gut. Ich ziehe jetzt gleich ein großes Stück Insel hoch und dann wird es nochmal lustig, wie die Wirtschaft einbricht. Ach, herrlich. Nee, gerade bin ich noch am Tauchen für Sinn. Ah, herrlich, wenn die Wirtschaft einbricht. Wo ist mein Schiff? Och, du sollst doch nicht da unter warten, Mensch. Ah, räum die Scheiße mal auf. Lol, ich hätte fast den schönen Short über Bord geworfen. Ein großer Moment für uns alle. Abdrehen, beginnen. Zieht das Gissel auf. Kap ist es noch. Auch noch auf dem Kap. Alte Welt. Warte mal, alte Welt, ne? Ja. Oh, was ist das denn für ein Ekelding? Kroaten, du müsstest eine oder ihr müsstet eine auf der alten Welt haben mit zwei Buchten. Eine links, eine rechts. Die rechte ist ein bisschen größer. Und die rechte ist eine wirkliche Bucht. Wo ist die Tauchstelle? Oben links. Wie soll das Ding aussehen? Das könnte die im Norden sein. Hat so einen kleinen Wulst nach unten rechts, hat zwei Buchten, eine links, eine kleine und eine etwas größere rechts. Und hat ganz unten im Süden noch so eine kleine abschüssige Insel, keine Ahnung, wie so ein Fels in der Brandung. Wie so ein Tumor. Ja, wie so ein Tumor, so ein Anhängsel halt noch. Unten im Süden. Könnte Kevin sein. Wie war die Aufteilung? Nee, ich glaube, das ist die im Norden. Die im Norden sieht... Ja, doch, die könnte es im Norden... Ganz im Norden ist es vielleicht. Ja, das ist die. Da ist eine Tauchstelle. Du wolltest einfach nur sagen, dass Kevin den Tumor hat. Mehr Druck im Kessel. Oh, Torpedos. Den hätte ich auf das Schlachtschiff machen müssen. 3500 und dann Uts. Da wäre das Scheißschiff von Henrik weg. Kacke. Okay, ich brauche nochmal einen von diesen tollen... von diesen tollen Dingern, die der Halo immer anbietet. Mal sehen, ob du zu irgendwas gut bist. Abholaufgabe. Gut, du traust dich was. Hallo, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich muss jetzt erstmal hier für Sinning was machen, der ist wichtig.
Ja, ist wichtig. Ich guck mal gerade, ob ich jetzt schon was bauen kann. Wie gesagt, du kannst mir dann auch die Schatzkarten rübergeben für die alte Welt, ja? Ja, das stimmt, das wollten wir umändern. Sinning, ich bräuchte jetzt mal eine Information, wie viele von du von den Dingern brauchst, damit ich hier mal hochkalkuliere. 3. 3? Sagt, ich denke, ich muss hier Ewigkeiten was machen? Echt nur 3? Hab es mit mehr gerechnet. Nein! Wer hat gerade bei Ellie durchgerollt? Ich. Henry. Da war ein Rum-Hub-Track gewesen. Mein Schiff ist gerade auf dem Weg gewesen. Ich habe das Gefühl, Henry tut das gar nicht so leid. Henrik, was sagen Sie zu den Anschuldigungen? Passiert schon mal. Was sagen Sie zu den Anschuldigungen? Mann. Warum ist das so lustig, wenn er leidet? Deine Wirtschaft leidet darunter. Ja, ich weiß, aber trotzdem, warum ist es so lustig? Und Koratens. Das ist ein Anschlag seitens Henrik auf uns. Ach, stimmt. Ja, kacke. Belastend. Ja. Sehr belastend. So, und dann brauchen wir noch 30 von den Gestellen, die kriegen wir aber von unten. Warum habe ich mein Kriegsschiff hier runtergebracht? Das sollte irgendwas abholen. Ich habe aber absolut keinen Plassenschimmer mehr, was. Verdammt. So. Er sucht mal 10 Minuten lang nach einem Upgrade. Da sieht man endlich eins, da schickt man schnell ein Schiff los. Und dann wird einfach weggerollt. Dann sag doch einfach was. Wie heißt denn das Upgrade eigentlich, Sinning? Und Bestürzung. Oh, weiß nicht. Das war eben gerade ein blaues gewesen. Rumbrin hat ein plus 20%. Attraktivität noch irgendwas und Unterhaltskosten noch was runter. Leute, ich löse jetzt die Ghettobildung auf. Schön. Also auf der anderen Seite, da wo bislang nur Ingenieure waren, da ziehen jetzt auch gerade Investoren ein. Ich muss mich dann irgendwann mal um ein Bankhaus für die kümmern, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das muss jetzt aber mal mit der Gleichberechtigung erreichen da drüben. Weiter geht's im Hauptteil. Da, wo eigentlich auch das Bankhaus ist. Nicht damit da noch irgendwie Leute auf doofe Gedanken kommen. Ich muss da oben mal langsam ein weiteres Kraftwerk an Strom bringen. Ich habe eine Idee. Nein, halt eine Idee. Wir sind alle tot. Wir wollen deine Idee nicht hören. Doch, wollt ihr? Nein. Wollt ihr die totale Idee? Nein. Nein, nein, nein. Okay, dann nicht. Tschüss. Stell dir mal vor, alle hätten damals einfach Nein gesagt. Wollt ihr den totalen Krieg? Mm-mm. Ja, gut, dann nicht. Wie schön einfach alles geworden wäre. Halt ohne diesen Krieg und so. Dieses Kriegsgedöns. Wäre schon echt Töfte. Ja, aber dann hätten wir beispielsweise kein Ösenflugzeug wahrscheinlich. Ösen? Ach, Düsen! Düsen? Ich hab Ösen. Was sind denn Ösenflugzeuge? Ösenflugzeuge. Die neuesten auf dem Markt. Oder halt von. Da gibt's noch eine andere, was ich auch mit Öse. Egal. Henrik. Getöse? Was? Getöse. Ellie ja. Blackbird, bitte mal den Lemmy, den wehmütigen mich holen. Ich hab gerade kein Schiff. Den Lemmy Wing. Ich hab gerade irgendwas mit Lemming verstanden. Oh, das war gerade schönes Kopfkino.
Ich schicke ein Schiff vorbei, aber nicht, dass es weggeht in der Zeit. Gespeichert. So. Lamy Wings. Lamy Wings. Habe ich auch nicht geguckt. Weiß ich nicht, was es ist, aber es existiert. South Park? Wirklich? Lamy Wings? Doch, warte mal. Ich glaube, wenn das im Spiel drin war, dann. War auch im Spiel. Dann kenne ich die. Okay, gut. Alles gut. Lamy Wings. Schön erstmal die Ratte in den Arsch schieben. Leute, ich kultiviere euch hier unten. So, Schiff ist da. Schiff, kannst rausschmeißen. Schiff ist da. Gracias. Anzeige ist raus. Da freut er sich wieder. Ich freue mich immer, wenn ich nerven kann. Meine Devise. Welche Wiese? Jawohl, da ist er. Danke, Sinning. Minus 1 Euro. Oh, ich glaube, wenn ich diese Taktik verfeinere, dann kann ich wieder auf 0 kommen. Ich muss Sinning nur die Häppchen hinschmeißen. Und er ist wie so ein 50 Tage lang verlassenes... 50 Tage, Alter. Nein, nicht wie eine 50 Tage, Alter. Wie so ein 50 Jahre lang verwaistes Tier. Keine Ahnung, Hund oder so. Sobald du dem ein bisschen Essen hinschmeißt, der frisst das sofort auf. So. Ich ziehe gerade übrigens ein neues Viertel hoch. Unsere Geduld ist lang. Schnauze, ey. Neues Ghetto-Viertel bei Alex. Ich habe halt keinen Bock, jetzt noch temporär irgendwie so Sachen wie, keine Ahnung, Brot oder so herzustellen. Was? Deine Bevölkerung braucht noch sowas wie. Ja, Brot. Also. Halt. Ja, so Sachen wie zum Beispiel auch hier, Arbeitskleidung. Arbeitsklamotten. Habe ich ganz. Wird bei mir nebenbei produziert. Echt? Ja, gut, ich habe davon nicht genug. Ich habe halt ein bisschen was, aber das reicht halt mittlerweile nicht mehr. Weil wir jetzt sehr viele Bauern haben. Sehr viele Bauern. Viel zu viele Bauern. Bei mir wird das so, bei mir ist das so ein Nebenprodukt bei der Poncho-Weberei. Oh, guck mal, da werden auf einmal Arbeitskleidung erstellt. Ah, schmeiß mich. Ich könnte dir die abnehmen, theoretisch. Wenn du willst. Sinning? Ja. Wie viel stellst du davon her? Also, kannst du davon was abgeben oder nicht? Guck einfach mal auf meine Hauptinsel. Masalin. Dann siehst du, wie viel ich abgeben kann. Masalin. Route einrichten. Weil dann, weißt, dann kann ich meine Produktion hier komplett einstellen. Die alte Welt. Masalin war die oberste in der neuen Welt, ne? Nein. Die andere. Mazalin. Okay, ich gucke jetzt rein. Oh! Das Lager ist halt gerade voll. Ja, ich würde dann mal so 2 Schiffe hinschicken, die immer voll mit 6 Teilen. Ne? Machen wir. Wie gesagt, das ist ein Nebenprodukt. Nimmst du es selber ab, oder? Ne, ich schicke immer nur ein Schiff, glaube ich, immer zu mir nach oben. Warum heißt ein Schiff Abkommen? Sinning, wann benennst du deine Hauptinsel eigentlich in Bananistan um? Gar nicht. Haben wir das letzte Episode eigentlich abgemacht, dass du das machst? Wenn, dann wird das El Presidente. Nee. Wie nenne ich die dann? El Presidentistan. Gute Idee. Also der Mann hat Ideen. El Presidente, was? Ohne das, was natürlich dabei war. City 14. A Glass. Ah! Oh! Nee, wenn, dann wäre B richtig gewesen. Annehmen. CT 15.
Kamut hin. So, wo ist die Buxtehude? Oh Gottes Willen. Find eins von diesen Schiffen. Das ist die eine. Das ist die andere. Ah, da ist er. Hahaha. Oh, du bist noch gut gefüllt. Was hast du? Ah, Entschuldigung. Fast hätte ich dich. Oh Gott, nicht gut. Das müssen wir natürlich sofort ändern. Fast hätte Cobra seine Bevölkerung getötet. Nein, fast hätte ich ein Schiff auf eine Route geschickt mit den Sachen für Sinnings Items. Merkst du, ne? Problem. Das ist belastend. Dran anhalten! Ich erkenne einen Seebären, wenn ich ihn sehe. Ein Seebären, wenn du ihn erkennst. Ja, klar, natürlich. Den erkennst du. Hier ist ein Ding für dich. Große Kiste voll mit Alkohol. Aufstandsgefahr minus 60%. Bin aktiv. Ich glaube, ich habe alle im Cup. In der alten Welt meine ich. Capcioloni. Trevlani. Also die Capcioloni-Welt.